Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen Valheim. Wir sind immer noch hier bei dem Wolf und ich habe jetzt die Aufnahme angemacht aus dem Grund, der Wolf hat gerade 1000 gelbe Herzen bekommen. Er ist getamed, er gehört uns und wir bringen ihn jetzt nach Hause. Ich entbüte mich im Discord und dann geht's los. So, Dago. Wolf ist getamed. Jo. Streicheln. Okay, komm mit, Wolf. Folgt er dir überhaupt? Das Problem habe nämlich ich auch mit dem Schwein. Das folgt Wolf, bei Fuß. Put, 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 komm. Bei Fuß. Funktioniert so. Kann ich den rausschubsen, ne? Ich kann ihn hochschubsen auf jeden Fall. Ja, aber du kannst ihn nicht durch. Willst du ihn hierher schubsen bis hierher? Aber durchs Portal geht er nicht, glaube ich nicht. Nee, durchs Portal geht er. Oh, scheiß Motorradfahrer. Aber er läuft gerade automatisch hoch. Ich muss die Türen erstmal einreißen. Dass ich den da hochkriege. Scheiß aufs Holz, was runtergeplumpst ist. Komm, gleich so mal um. Komm, Hundi. Streicheln. Komm mit. Hier lang. Hey. Wo willst du hin? Hier lang. Komm. Bist du gerade zu Hause? Ja. Kannst du mal in den Einstellungen gucken, in den Tastenbelegungen, ob es da irgendwas gibt, womit man vielleicht pfeifen kann? Ah, wenn ich den streiche, folgt er mir ein Stück. Aber sehr langsam. Ah ne, jetzt ist er schneller. Nö, steht jetzt hier nichts. Schade, okay. Aber er folgt mir. Nachdem ich ihn gestreichelt habe. Ja, funktioniert das mit dem Schwein auch? Ein Schwein streicheln? Dass das geht, das weiß ich. Aber folgen tut's mir nicht. Okay. Leute, der ist ja schnell unterwegs. Warum schleiche ich hier die ganze Zeit rum? Ja, da ist er. Ich muss mich halt immer wieder umdrehen. Punkt. In die Richtung. Komm, Wolfi. Gut, gut, gut. Komm. Ja, braves Hundi. Nass. So regnet es hier so häufig. Weil Valheim. Wir haben meinen Wolf. Wolf, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Du sollst mit überleben. Weg, 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 weg. Ah, ja. Ja, nee, hier blaues Megaviech. Bums, Dings. Genau. Dunkelwald? Warte. Ja, ich war gerade im Dunkelwald aus Versehen. Und hab hier eine Handvoll Mobs. Wo ist mein... Da ist er. Obwohl, ich bin gerade im Dunkelwald. Ja, mach ruhig. Ich versuch, Hundi noch nach Hause zu bringen. Sucht, der reißt doch alles in Stücke, was euch begegnet. Nee, bis jetzt musste ich alleine kämpfen. Der hat mir nicht einmal geholfen.
Aber der bleibt ernsthaft bei mir. Also ich kann hier sogar durch die Gegend sprinten. Das ist geil. Jetzt muss ich gucken. Ich muss genau weiter in die Richtung, damit ich am flachen Wasser langkomme. Jetzt die Frage, kommt der übers Wasser? Dann musst du den halt dort parken und dann später eine Brücke bauen. Dann baue ich eine kleine Brücke. Ich habe doch Bauhammer dabei. Also. Ich versuch's erstmal ohne. Und unterwegs wieder Pilze farmen, die ich hier gleich finde. Irgendwo mit meinem Bären. LOL! Der greift Wildschweine an! Mich hat gerade ein Wildschwein gehittet, der hat ihn angegriffen. Der Wolf. Der verteidigt dich halt. Wolf? Hier bin ich. Komm. Er will gestreichelt werden nach der guten Tat. Hab ich doch. Kommen Sie mit, junger Hund. Sie kriegen auch bald eine Partnerin. Und jetzt überlegen wir, wir gehen in einen Bosskampf mit 10 Hunden rein. Geil. Will ich nicht, weil dann sind 5 Hunde davon tot. Das ist ja egal, die pflanzen sich ja automatisch weiter fort. Nee, die pflanzen sich automatisch fort. Da musst du nichts machen. Einfach nur im Gehege lassen. Das ist genauso bei den Wildschweinen. Die bumsen automatisch. Ja, aber die pflanzen sich nicht fort. Sie sind keine Pflanzen. Du pflanzt dich doch auch fort, wenn du ein Kind zeugst. Das heißt irgendwie anders. Das heißt definitiv nicht so. Doch, Fortpflanzung heißt das. Wann warst du das letzte Mal im Biounterricht? Gott, ist lange her. Google doch einfach mal, das heißt wirklich Fortpflanzung. Du hast ja auch ein Fortpflanzungsorgan. Dann sag vermehren, aber nicht fortpflanzen. Ich kann auch bumsen sagen. Ach so, und er hat 6 Fleisch gegessen von den 60, die wir reingeschmissen haben. Oder ein bisschen mehr. Ich habe ja jetzt schon wieder 2-3 Wildschweine gekillt unterwegs. Hund? Genau. Mitkommen. Komm, Berg runter, bist du bestimmt schneller als ich. Und jetzt ist die Frage, Hund. Wasser? Ja, nein. Er geht ins Wasser und er schwimmt. Komm, Hund. Aber er ist auch langsamer, wenn er nass ist. Okay. Bei so einem Pelztier ist das auch verständlicher als bei uns Menschen. Also warum sollten wir langsamer sein, wenn wir nass sind? Weil sich die Klamotten mit Wasser vollsaugen. Die sind dann schwerer, du bist langsamer, natürlich. Ja, aber wenn wir Lederklamotten an hätten, verstehe ich das ja. Aber wir haben Kupferklamotten oder Bronzeklamotten. Und Metall kann sich nicht vollsaugen. Aber du hast unterm Kupfer immer noch Stoff an. Wenn du mal genau hinguckst. Du hast ja nicht das blanke Kupfer auf der Haut. Wäre schön kühl im Sommer. Hast du hier schon mal einen Sommer erlebt? Ich noch nicht. Oh, shit, das wollte ich jetzt nicht. Wer greift meinen Hund an? Okay, Nixon sind One-Hit.
Das ist schon mal gut zu wissen. Hund, kommst du bitte wieder mit? Ich glaube, wir müssen dem Hund auch regelmäßig Fleisch zu werfen, weil der hat jetzt gerade ein bisschen Damage gekriegt. Und... nein. Nicht in die Spikes. Nein! Oh, ich bin in die Spikes. Wow. Dann schwimmen wir halt außen rum, Hund. Komm. Komm, Hundi, komm. Oh, er ist zu Hause. Oh, jetzt kannst du irgendwie dir eine Taktik überlegen, wie wir die Schweine umziehen können. Hund, mitkommen. Ich muss erstmal ein Gehege für den bauen. Hör auf, die Hände zu nehmen. Scheiß Nixe, Alter. Ja, da kannst du jaulen, wie du willst. Du wirst jetzt eingesperrt, erst einmal. So. Hundi ist eingesperrt. Hier, ich werf dir noch ein bisschen Fleisch hin. Oh, und er ist voll geheilt. Wo wollen wir die Schweine überhaupt parken? Mal so gefragt. Deine Base, so schlimm. Platz aus. Ich hab die Schweine gestreichelt. Die könnte man ja eigentlich gleich hier vorne lassen am Wasser. Ich will nur die Werkbank hier kurz ein bisschen umsetzen. Bauen. Und ein Kunstwerker. Ja, bringen Sie bitte bloß nicht mit nach Hause. Solange Sie nicht durchs Portal kommen, brauchst du das nicht befürchten. Nee, kommen Sie zum Glück nicht. Überlege mal so ein. Stell dir sowas wie mit dem Netherportal vor. Überlege mal, so ein blaues Vieh würde durchs Portal kommen, da passt gerade mal der Kopf durch. Hast du auf immer hier so einen Kopf durchs Portal gucken? Oder so ein Arm, der immer nach einem greift. Geil. Das Portal ist unter Wasser. Müsste trotzdem weiterhin funktionieren. Ne? Ja. Ja, wenn du mal Kupfer machst, die Kiste da hat ein bisschen Kupfer. Warum bist du da nicht gleich mit dem Boot gefahren? Weil ich zu faul bin. Das stimmt. Fahr dann einmal mit dem Boot hin, wenn die Kiste voll ist. Ich denke effizient. Bringt aber nicht viel, weil du das Boot hat nur 4 Slots mit A 30 Stück. Ja. Na, ja, jetzt sind halt 2 voll. So. Außerdem war das nur Zufall, dass ich das gefunden habe. So, machen wir das hier off. Können wir uns kurz hinlegen? Vielleicht. Weil tagsüber, ich denke mal, wird es sich besser machen mit den Schweinen transportieren. Jetzt. Was?
Ne, das Feuer ging gerade nicht an. So, dann haben wir jetzt einen Wolf hier, zwei Schweinchen, das heißt, wir brauchen noch einen Wolf. Und ein Drachenei. Ja, Mel ist halt dabei. Ja, den zweiten Wolf werden wir definitiv alles komplett offscreen machen. Also, das werde ich nicht in irgendeiner Aufnahme machen. Weil das halt ewig dauert. Und wir hatten gerade eine Nixe bei uns hier. Okay. Also muss man eine Nixe denn wohl haben, das ist ein Tier, welches es gibt. Schwein? Nein, da lang. Ja, genau. Und du auch. Los, geh hinterher. Genau. Ja. Machst du super. Geht. Geht in euer Verderben. Ich darf nie einen Hund kriegen. Im Real Life möchte ich keinen Hund. Ja, weil man dann raus muss mit dem. Man muss mal aufstehen, was tun. Als ob ich nicht rausgehe, Darko. Auch nur, wenn du es musst. Das eine Schwert ist im Gehege. Hä? Wieso folgt es dir, aber mir nicht? Weil ich Papa Egg bin. Und wenn es nicht folgt, dann wird es halt geschoben. Schieb mal weiter, dass ich zubauen kann. Na, du bleibst da. Na, du bleibst. Bleibst du. Darko, hör auf, ich. Hör doch mal auf, die Viecher zu streicheln. Ich mach das nur mit dem einen hier. Was soll folgen, hä? Kümmer dich doch mal um das, was ich schubse. Ich kann nicht zubauen. Jetzt. So. So, darf ich die magischen Wörter sagen mit R? Hä? So, hä? Dass wir hier gleich einen Angriff haben. Ich glaube nicht, dass ein Raid kommt. Das letzte Mal, als ich das gesagt habe, ich wünsche mir einen Raid, kam auch einer. Ich glaube, die brauchen einen gewissen Abstand zueinander. Mit einer halben Stunde zu rum. Und der letzte Raid ist jetzt in Valheim, 2 Tage her. Ich hätte richtig Bock auf einen. Geh in den Dunkelwald, bau ein Lager. Geh in den Dunkelwald, bau ein Lagerfeuer. Bau eine Werkbank und ein Bett. Dann hast du dort auch Raids. Das und das. Ja, hier schon wieder der Nixe. Guck mal, so stark bin ich. Ich erledige dich mit der Faust. Ach ja, wir brauchen noch einen weiteren Hund. Könnte man die nämlich hier oben parken, da kann man ein riesengroßes, fettes Gehege für die bauen. Und das Schweinegehege wird definitiv auch nochmal größer gemacht. Oh boah, wie kann man die eigentlich bumsen? Warte mal, was willst du bumsen? Die Schweine. Ihh! Miteinander! Du hast gerade gefragt, wie kann man die eigentlich bumsen? Darko! Also... die vermehren sich automatisch. Da musst du nichts machen. Also Darko, ne? Ein Klappe. Ich hab wie. Du musst halt nicht alles immer so verstehen. Ja, aber selbst die Aufnahme ist ja noch an, selbst da hört man das, dass du das so sagst. Ja, aber es gibt halt 2 mögliche Deutungsarten. Die objektive, wissenschaftliche Seite. Die gibt's hier nicht in Valheim.
Also komm, deine Ausdrucksweise, wie kann man die eigentlich bumsen, ne? Ja. Oh Gottchen. Honig brauchen wir noch nicht einsammeln. Ja, du kannst dich jetzt auf das zweite Wölflein stürzen, denn ich bin essen. Ja, ich werde jetzt die Aufnahme hier sowieso beenden, dann werde ich offscreen ein bisschen was farmen. Vielleicht noch ein Drachenei. Wobei, das werde ich in der nächsten Aufnahme suchen. Nur, lock dich aber so lange aus, denn falls ein Raid kommt, dass ich, wenn ich offscreen bin, dass ich mich da auch schnell ausloggen kann. Aulasack. Warum? Du willst doch den Raid erleben, nicht ich. Ja, aber wenn er kommt, ist er eh schon vorbei. Wenn du dich dann ausloggen. Wenn ich mich auslogge, bleibt das so. Die Welt läuft nicht weiter. Also. Gut, ja, dann. Gut. Bis dann. So, wir haben jetzt endlich einen Wolf, aber nur einen. Der zweite wird auch noch kommen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und wir werden sehen, dass wir offscreen noch einen zweiten Wolf bekommen, den wir dann vermehren lassen. Wir werden offscreen auch wieder hier ordentlich farmen, denn ihr seht, unsere Ressourcen neigen sich dem Ende. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.